Vor jeder LASIK-Behandlung steht zunächst eine ausführliche Voruntersuchung. Unter anderem wird ein Profil der Hornhautoberfläche erstellt und mit einem sogenannten Wave-Scan werden die Daten ermittelt, die benötigt werden, um den Laser optimal einzustellen. Julia Grundemann hatte eine Fehlsichtigkeit von -8 Dioptrien. Ihre Fehlsichtigkeit kann somit durch eine Laserbehandlung korrigiert werden.